Unsichtbar und meist gut verborgen, aber unverzichtbar für jeden Menschen. Gase. Nicht nur im Alltag, sondern auch im Maschinenbau. Beispiel Druckluft. Ob als Antriebsstoff, Reinigungsmittel oder zur Kühlung. Druckluft ist ein echter Allrounder. Ohne Druckluft würde kein Bier durch durstige Kehlen rinnen. Brauereien brauchen das gepresste Gut nahezu überall. Zum Beispiel zur Armaturensteuerung, zur Reinigung der riesigen Tanks oder zur Belüftung der Bierwürze. Die Belüftung der Bierwürze bietet den Boden für die Beimpfung mit Hefezellen, die Hauptgärung. Nicht nur fürs Bier, sondern auch für die Druckluft gilt ein Reinheitsgebot. Sie muss in speziellen Anwendungen hygienisch sauber, das heißt ölfrei sein. Die Kulmbacher Brauerei hat dafür ältere wassergekühlte Kompressoren gegen luftgekühlte Energiesparkompressoren mit Wassereinspritzung ersetzt. Vorteil? Durch den integrierten Kältetrockner wird die zu 100% gesättigte Druckluft wirksam zurückgekühlt und das ausfallende Kondensat in den internen Wasserkreislauf zurückgespeist. Die externe Frischwasserzufuhr ist damit überflüssig. Ein weiteres Plus, die erzeugte Druckluft ist sauberer als die angesaugte Frischluft, da Fremdbestandteile wirksam ausgewaschen werden. Allein durch die Einsparung von etwa 15.000 Kubikmeter Kühlwasser pro Jahr konnten so die Betriebskosten um ca. 40.000 Euro jährlich gesenkt werden. Außerdem spart die neue Druckluftstation rund 10% Energiekosten. Gewaschene Druckluft an 7 Tagen die Woche rund um die Uhr. Da lässt sich mit Fug und Recht sagen, nach deutscher Reinheit gebraut. Ein Zwitter zwischen einer Druckluft- und Prozessgasanwendung ist das Laserschneiden von Metallen. Es garantiert eine schnelle und exakte Abtrennung. Der scharfe Strahl braucht aber ein Gas, das die Optik vor Dämpfen und Spritzern schützt und außerdem die abgeschnittenen Reste aus der Fuge entfernt. Mit Sauerstoff gelingt zwar ein schnelles Schneiden, aber das Metall oxidiert darunter, was die Kanten schwächen kann. Deshalb nutzt heutzutage fast jeder Laserschneidebetrieb Stickstoff. Stickstoff reagiert nicht mit dem geschmolzenen Metall und wird unter sehr hohem Druck eingesetzt. Das treibt den Fokus tiefer ins Material und reduziert die Hitzeentwicklung. Moderne Betriebe kaufen Stickstoff nicht mehr in Flaschen, sondern stellen ihn einfach selbst her. Dabei wird Druckluft in einen speziellen Generator geführt. Der Generator befreit sie von Sauerstoff, Wasserdampf und Verunreinigungen und leitet hochreinen Stickstoff aus. Über einen Kompressor wird der Druck dann auf die notwendigen 40 Bar erhöht. Somit kommt das wertvolle Gas quasi aus der Steckdose. Man kann Stickstoff zum Laserschneiden vieler Materialien verwenden. Wir verwenden Stickstoff zum Laserschneiden von Stählen und Edelstählen. Wir haben uns entschieden, Stickstoff selber herzustellen, weil es auf lange Sicht wesentlich kostengünstiger ist. Ein wichtiges Gas im Alltag ist Erdgas. Knapp ein Fünftel aller deutschen Haushalte heizt und kocht damit. Doch die Zukunft gehört erneuerbaren Energien. Beispiel Biogas. Eine ganze Reihe von Rohstoffen kann dafür verwendet werden, zum Beispiel Getreide oder Mais. Wirtschaftlich rentabel waren Biogasanlagen lange nur in enger Nachbarschaft zum Verbraucher, das heißt nahe am Erzeuger in ländlichen Gebieten. Eine weitere Verbreitung gelingt durch die Einspeisung von Biogas in bestehende Erdgasnetze. Im brandenburgischen Schwedt steht eine der modernsten Biogasanlagen, die im März 2011 eröffnet wurde. Die Besonderheit: Das angelieferte Getreide dient zunächst der Produktion von Bioethanol. Die Reststoffe, die dabei anfallen, die Schlempe und künftig auch vermehrt Stroh, werden dann zu Gas, also Biomethan, vergoren, unter hohen Auflagen. Biogas für die Einspeisung unterliegt strengen Qualitätskriterien. Biomethan aus der Fermentation ist mit einer Vielzahl von Nebenprodukten wie Wasser und Ammoniak belastet. In einer speziellen Aufbereitungsanlage entziehen wir dem Biomethan diese Nebenstoffe. Wir kontrollieren am Anfang und am Ende der Aufbereitungsanlage und nur Biogas, was die Qualitätskriterien erfüllt, wird eingespeist. Das gewonnene Biogas kommt hier mit einem geringen Druck von 9 Bar an. Kompressoren bringen es dann auf den Betriebsdruck von 40 bis 70 Bar. In der ersten Ausbaustufe können pro Stunde 3500 Normkubikmeter Gas eingespeist werden. Bald kommt eine zweite hinzu und steigert die Leistung auf 7000 Normkubikmeter. Ein Vielfaches mehr als in landwirtschaftlichen Anlagen. Durch die Verdichtung und die Einspeisung unseres Erdgas-Hochdrucknetzes
können wir mit dem zur Verfügung gestellten Bio-Erdgas hier in Brandenburg ca. 25.000 Haushalte versorgen. Damit betreiben wir deutschlandweit, wenn nicht sogar weltweit, die größte Bio-Erdgas-Einspeiseanlage. Auch ganz ohne Gas arbeiten ist von enormer Bedeutung. Stichwort Vakuum. Vakuum kann lebensrettend sein. Ein eindrucksvolles Beispiel stellt die Partikel- bzw. Ionenstrahltherapie bösartiger Tumoren dar, wie sie im Heidelberger Ionenstrahltherapiezentrum, kurz HIT, durchgeführt wird. Je nach Tumorart werden dabei Protonen oder Kohlenstoffionen auf eine sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt und dann exakt auf das Tumorgewebe gerichtet. Der Vorteil der Tumorbehandlung mit Ionenstrahlen besteht darin, dass man mit Partikeln das umliegende Gewebe schonen kann, aber das zu bestrahlende Tumorgewebe punktgenau und irreparabel schädigen kann. Alle Arbeitsschritte spielen sich im Vakuum ab. Dadurch kann der Strahl auf die hohen Geschwindigkeiten beschleunigt werden und gelangt ohne Verlust zum Patienten. Die Mediengase und Luft sind elementarer Bestandteil industrieller Produktionsprozesse und sichern im Verborgenen unsere tägliche Lebensqualität. Der Einsatz von Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik erfordert einige Voraussetzungen. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Zuverlässigkeit, Betriebssicherheit, Energieeffizienz und nicht zuletzt wirtschaftlichen Nutzen für den Anwender. Für all dies steht die Kernkompetenz Engineering aus Deutschland. Ergänzt durch die weltweite Präsenz haben sich die deutschen Hersteller zum leistungsstarken Weltmarktführer hervorgearbeitet. Gut versteckt und am liebsten in den Keller verbannt. So fristen viele Gase ihr Dasein. Und trotzdem arbeiten sie Stunde um Stunde, Tag für Tag, rund um die Uhr für uns. Und so dürfen sie auch ab und zu für kurze Zeit Luft holen und durchschnaufen.